Welcher Brawler zerstört die meisten Knochen in Brawl Stars? Oh, Leute, das geht schon. Oh, ja. Oh mein Alter, wie viel ist das? Okay. Nein, der Glitch, ich hab den vergessen. Ja. Okay, jetzt. Okay, oh mein Gott. Alter. Das Original-Glitch ist übrigens von Lemon Brawl Stars. Abonniert den alle und checkt's ab. Und let's go. Oh mein Gott, wie geil sieht das aus. Genau. Das ist so satisfying. Also die Brawler dürfen übrigens alles verwenden, Attacke, Ulti und so weiter. Und ihr seht, Shelly hat 75 Knochen zerstört. Die Frage ist, okay, wer schafft am meisten? Was denkst du? Boah, ich habe einen wilden Guess, aber ich will erstmal, dass du sagst, weil ich will nicht, dass du mir nachmachst. Ich sag ehrlich Rico. Okay, also ich hätte jetzt Ems gesagt. Ah nee, warte mal. Ohne Ult oder dann auch mit Ult? Mit Ult auch, ihr seht es hier. Okay, also bei Bull zählt dann dazu, ne? Ja, ich glaube Ems oder sogar, ganz wild, die Kneipenschlägerin. Oh, okay. Stimmt, wie... Oh, mit der Bubble, ne? Ja. Alter, Digga, stimmt. Also bis jetzt führt auf jeden Fall die Shelly, ne? Aber knallhart. Ja, krass, Mann. Hätte ich nicht gedacht, dass Shelly aber auch führt gegen Brock zum Beispiel. Ja... Krass eigentlich, ne, wenn man so überlegt. Aber die dürfen die Ult eh nur einmal einsetzen, ne? Das wäre sonst genau, unfair. Genau. Okay, oh. Also zum Beispiel jetzt Attacke kann man einmal Ulti und einmal Gadget zum Beispiel, ne? Also alle Fähigkeiten einmal, Leute, dass ihr es versteht. Und es wird dann jeder Knochen gezählt. Barley ist passiert aktuell, ne? Stimmt, Barley führt gerade. Ja, das ist krass. Oh ja, Kevin auch natürlich OP. Alter. Ja, Kevin hat das safe gewonnen. 102, Junge. Lol. Digga. Ah. Kneipenschlägerin wird nicht so. Die Kneipenschlägerin, die Boxerin wird nicht viel schaffen. Okay, Jessie. Und. Ja, gut, da wird nicht viel gehen, ne? Ja, nee, ich glaub zwar auch nicht, aber. Ja. Ja, nee. Ja. 42. Okay, Dynamike. Oh, lol, das geht jetzt. Oh, ja. Oh mein Gott! Alter, wie viel ist das? Das sind jetzt über 150, sage ich. Locker. Mindestens. Was? 206! 206, Junge. Okay, das ist krass. Oh, ja, gut. Ja, das Gadget macht ein bisschen was bestimmt, aber nicht viel. Ja, der wird jetzt nicht krass dabei sein. Dynamike habe ich gerade voll vergessen, wegen dem Gadget, klar. Ja, hätte ich daran gedacht, ja. Hätte ich aber auch nicht gedacht, tatsächlich. Ja, also, ich sag mal jetzt mal ganz ehrlich, Ems wird hier richtig gut abschneiden, weil die kann dir die Ulti drücken und währenddessen ja auch noch moven, ne? Oh, da ist nämlich Rico, Junge. Den hab ich geschätzt. Ja, okay, du hast gewonnen. Alter, wie viel? Und? Der hat ja locker... Oh mein Gott. 277, Digga. Alter. Das ist... Oh! Oh! Okay. Nein, der Glitch, ich hab den vergessen. Ja, lol. Ich glaube, Daryl hat das. Ich glaube, Daryl holt... Alter! Daryl auf Platz 1. Nein, Junge, was? Aber ganz knappes Ding. Krass, Daryl habe ich auch voll vergessen. Aber ich glaube, es könnte noch jemand kommen, der noch Daryl überholt. Weißt du, ich denke da zum Beispiel an Crow. Oh mein Gott, Crow. Lol, ja. Und Spike auch mit dem Gadget. Ja. Oder Spike auch nicht schlecht. Okay, Jackie. Alter, das ist satisfying aber bei ihr. Ja. Ja, ich habe die ganzen Gadgets gerade vergessen. Und wen wir vergessen haben, vielleicht Nani. Oh mein Gott, stimmt. Ich kann ja einmal über die ganze Map fahren, ne? Ja. Lol, ich glaube, wir haben so viel vergessen, ne? Überleg mal, wie viele Brawler es mittlerweile gibt. Das ist echt krass. Also Leute, schreibt auf jeden Fall mal auch euren Tipp rein, falls es noch nicht zu spät ist. Falls der jetzt kommt Ems. Mein Tipp. Ja. Ja, er bewegt sich ja nicht. Ja. Das ist ja Asi. Stimmt. Ja, okay. Aber sie war nicht schlecht, 145. Aber hast du recht. Also hätte sie sich noch bewegt, wäre es noch mal ein bisschen mehr gewesen. Ja, das stimmt. Oh. Ja, hast du. Nee. Piper, die wird auch nicht viel reißen. Nee. Ich kann jetzt mal einmal schön mit Reach schießen. Nee. Ah, wow. Nee, 69. Am Ende gibt es ja noch irgendwie so einen Glitch mit Gray, dass er sich irgendwie so halb teleportiert und dann alles zerstört oder irgendwas, ne? Ja, okay, übertreib halt. Meinst du? Ja gut, ich meine, Daryl ist da auch gut durchgeglitscht, ne? Ja, muss man sagen. Ich glaube, Daryl führt sogar aktuell. Ja, doch, 292 ist schon sehr krass. Okay, jetzt kommt die Gerin. Ja, warum schießt du die Bubble denn gerade? Achso, die geht eh nicht weiter, ja, macht Sinn. Nee, die ist nicht gut. Nee. Lol. 97 nur, krass. Na, nicht so... Oh!
LOL. Alter, ist gar nicht mal schlecht. Wie cool das auch aussah. Das sah richtig nice aus. Ja, ja, ja. Das ist krass. 225. Alter. Oh mein Gott. Okay, jetzt Nani. Nani, ja. Könnte ja, bisschen was schon zerstören. Dann jetzt noch mit der Attacke auf jeden Fall auch. Ich sag 180. Oh! Alter. LOL. Stark geschätzt, ja. Das war ein wild guess. Okay, ja. Der Edgar, der macht hier gar nichts. Aber ein guter Skin. 26. Ja. Oh, Griff natürlich. Griff macht ja schon gut. Viel Flächenschaden, denke ich, mit der Ult, aber. Ja, nicht, aber nicht der gut. Wird auch nicht Platz 1. Die Ult ist halt krass. Klar. Ich glaube, Crow, der wird noch kommen, der wird halt absolut rasieren, ne? Ja, ja. Ich sag auf Ansage, Crow schafft über 300. Ja, ich sag sogar, der schafft über 400, Lukas. Was? No joke. Ja, Bro. Ja, was doch, für 400? Überleg mal. Ja, keine Ahnung. Okay, vielleicht auch nicht 400. Ich sag 350, keine Ahnung. Ja, okay, wir werden es sehen. Aber der ist schon, glaube ich, gar nicht so schlecht mit seinem Jump. Ja. Ey, ich finde diese Videos bocken auch ultra. Also muss man auch sagen, Lemon Brawls, das macht das sehr krass, ne? Ja, total. Die Frage ist jetzt, wenn Crow jumpt, wird er nur auf der Stelle jumpen oder darf er woanders hin jumpen? Weil das ist dann wieder die Sache, ne? Ja, ich glaube, er darf woanders hin jumpen, oder? Also nur dann ja, schafft er so viel. Fair. Ja, ja, weil sonst schafft er auf jeden Fall nicht mehr als 180, würde ich sagen. Ja, ja, das stimmt. Ne, da gebe ich dir recht. Oh ja, da kommt der Ash natürlich nicht durch. Wow. 12, Junge. Boah, ist das schlecht. Ich glaube, das ist das Schlechteste bisher, oder? Ja, das kann sein. Ach du Scheiße. Ja, gut. Ja, nicht so gut. Da hätte man jetzt aber auch mehr machen können, wenn man nach oben schießt dann. Zum Beispiel, das stimmt. Okay. Sam, ja, der wird ja jetzt nicht... Ja, nee. Aber auch das alles einzeln zu zählen, ist auch echt anstrengend, glaube ich, oder? Die einzelnen. Alter, ja, überleg mal. Oh! Oh! Oh, haben wir komplett vergessen. Lol, die geht aber nicht über die ganze Map. Habe ich auch was Neues gelernt. Ja, hätte ich auch gedacht. Okay, Maisie. Ja, die macht zwar erstmal ganz gut, aber jetzt eher verkackt, würde ich sagen. Hm. 77 nur, ja. Irgendwas haben wir doch safe vergessen, was jetzt so richtig ja, moin. Wow! Aber warte mal, der macht zwar damit viel, so wie Rico, aber mit der Bubble jetzt nicht mehr wirklich. Also das war es halt auch schon, ne? 329, oh was? Ja, never mind, der führt, ne? Digga, das hätte ich nicht gedacht. Ich wusste nicht, dass die so weit gehen. Das ist ernst krass. Ja, die Gadgets, die haben wir halt einfach vergessen, gerade vorhin beim Überlegen, ja, das ist halt... Ja, beziehungsweise, ich dachte nicht, dass die Ult von ihm so viel Flächenschaden macht. Larry und Laurie, ja, ja. 24. Oh, Mortis. Herr Mortis, nee. Da geht halt auch nicht so viel. Ich meine, die Ult macht zwar ein bisschen was, aber naja, komm, 100 maximal. 64 nur. Ja, ist nicht so stark. Okay, Tara, schauen wir mal. Ja. Der Shadow läuft aber nicht durch, ne? Da ist er geblockt hier auch. Ja, ja. 80. Ja. Okay. Ja, nee, der schafft auch nicht mehr als 40, sage ich. Nee. Vielleicht ein bisschen mehr, doch. 87. Ja. Nee, Max, gar nichts, Digga, wahrscheinlich. Nee. Gefühlt. 20. 16, Digga. Mr. Peter. Ja, da geht jetzt auch nicht super viel. Ich glaube, seine Dinger können auch nicht durchlaufen, genau. Okay. Ich glaube. Lol. Aber das ist nichts passiert, ne? Gezeigt, ja. Aber ich glaube, Crow wird noch ultra fett zerstören. Also uns Spike. Ja, beide. Doch, das stimmt. Da könnte echt noch einiges passieren. Die müssen jetzt auch bald mal kommen. Ja, ja. Bin ich mal gespannt. Also sowohl Crow als auch Spike. Aber ich glaube, welche sein sogar Squeak. Crow ein bisschen besser. Oha. Alter, ja gut. Ah, das reicht aber nicht. Ja. Gut, jetzt noch mal ein bisschen was. Schon so 180. Ne, 140. Ah, okay. Alles okay. Aber Hypercharges sind jetzt nicht drin gewesen in dem Fall, ne? Nee, ich glaube nicht. Das wäre auch OP, das wäre auch unfair, weil viele Brawler haben ja noch gar keinen, ne? Ja, das stimmt. Gadget hier von ihm, ne? Vielleicht noch? Ja. Ah, nee, okay. Ja, nee, das macht wahrscheinlich nichts. Okay, jetzt Bass. Ja, okay. Ja, ist ja lächerlich. Ja, moin. Ja, wobei, 100 so. Okay, 53. Okay. Oh. Okay, warte mal. Das könnte gut sein. Ähnlich wie bei Dynamike. Ja, die Popcorns hier. Stark. Das waren jetzt schon locker 200. No joke, das ist richtig viel. Nee, das sind nicht 200. Meinst du nicht? 187. 187.
Lol. Okay. Ah, Eve. Ja. Oh, Jeanette. Oh, Alter. Mein Gott. Und jetzt noch die Ulti. Lol, hab ich gar nicht dran gedacht, Mann. Haben wir voll vergessen, ja. Das ist OP. Das ist absolut OP. Und dann noch ein normaler Hit, ne? Ja, ja, ja. Ja, aber warum so? Wie viel? Die wird ja anders mehr 303. Machen. 303! Oh, mein Gott. Ja, lol, haben wir halt auch voll vergessen gerade. Ja, GG's, ey. Digga, daran denkt man halt auch einfach nicht, ne? Ich glaube, der Einzige, der das jetzt noch übertreffen könnte, ist halt ein Crow, ne? Ja. Oder halt ein Spike, aber ich glaube eher Crow, weil Spikes Gadget zwar, ja, aber Spikes Ult dann eher, naja. Aber Crows Ult wird ja krass sein, lol. Lol! 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 Was? 153, Digga. Das meinte ich vorhin mit so Glitches irgendwie, ne? Ja, ja, das war echt gut. LOL. Okay, Willow 30. Das ist nicht so gut. Ja, ja, Dog, okay. Ja. Naja. 46, ja. Oh. Gut, wenn der jetzt die Dinger hier schön wirft und so. Ja, nur eine. Okay, wirft nur eins, ja. Okay, Charlie nochmal hier. Ja, nee, auch, die kann auch nicht mithalten. Nee. Ja, jetzt kommen wir eh schon gleich zu den Legendären, ne? Ja, Miko fliegt halt einmal, aber da, ja, das ist nicht viel. Glaubst du, es schafft irgendein Brawler wirklich 400? Bin mir nicht sicher, ey. Na, oh, schwierig. Jetzt. Oh, Spike. Spike. Oh. Krass. Sehr gut, sehr gut. Ja, und jetzt, ja, das wird nicht... Oh mein Gott, doch. Alter. Oh mein Gott, das ist gut. Nee, 224. Okay, jetzt, so. jetzt. Okay, Crow, komm. Oh, mein Gott, Alter. Ja, ja, der hat 400, locker. Glaubst du? 373. Oh mein Gott, GG. Fast, Digga. Wow. Das ist geisteskrank. Also, hätte ich jetzt nicht so krass gedacht, aber... Ja, 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 ja. Das ist schon heftig. Sandy, ja, wow. Gute Ult. Ja, mega. 28, ja, ich glaube, dann hat Crow gewonnen. Also, wer soll denn noch, den noch einholen, oder? Ja, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Hat Crow jetzt? Ich glaube, Crow hat jetzt wirklich die meisten bisher. Ja, ja, auf jeden Fall. Geisteskrank. Also, ich glaube, Crow dann war. Hank war aber auch Hank krass, auf ne? Auf jeden Fall, ja. Daryl war auch noch ziemlich krass. Ja. Ja, bin ich mal gespannt jetzt auf die Top 5 oder Top 10, wie auch immer. Aber Crow Surge. Auf jeden Fall gewonnen. Ja. Ja, Surge, der macht nix. 50 oder so. 40. Ja, 46. Und Chester? Ja, okay. Der kann halt auch nicht mithalten. Nicht wirklich. 89. Cordelius? Nee. Nee. Also, ja, mal ja, schauen krass. Wir mal, aber Kids, dann haben wir echt einen Gewinner, ne? Nee, da geht auch nichts mehr. Ich glaube auch. LOL, der kann da gar nicht reinjumpen. Ja, was ist das los? Krass. 30. Okay. Ja, das heißt, Leute, der Sieger ist Crow. Hier sehen wir es. Genau, dann Hank. Dann Platz 2 Hank. Und Platz 3 geht an Jeanette, Leute. Sehr, sehr krasses Video. Lasst ein Like da, ein kostenloses Abo. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.